Okay, was sagt das so zu dem? Safe auf Stoff, meiner Meinung nach. Ich denke, das ist nicht die Ausschau. Ich sag mal, Jungs, wie könnt ihr euch eigentlich herausnehmen, über andere zu urteilen? Ist doch nur unsere Meinung. Und wen interessiert eure Meinung? Seid doch nicht so gemein, das dient einfach nur zur Unterhaltung. Unterhaltung? Niemand will Unterhaltung sehen. Macht mal richtiges Bodybuilding. Ja, machen wir doch eh, wir trainieren alle hart. Und essen gut, also das ist ja Bodybuilding. Das, was ihr macht, ist Kindergarten, das kannst du mir nicht erzählen. Jetzt lass uns endlich in Ruhe unser Ding machen, wir trainieren für YouTube. Diese Jugend von heute. Damit Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Mein Name ist Paul Unterländer, das ist Leo, das ist Manuel. Heute bei Manuel zu Hause, ich dachte, wir schnappen mit den beiden 16-Jährigen. Heute werden wir raten, wer auf Stoff ist oder wer nicht. Ich habe mir ein paar Bilder rausgesucht, einfach aus dem Internet, ein paar von Instagram, weil ich habe einfach nicht viel gefunden, wie ich eingegeben habe. Bodybuilder. Also da kam es nicht viel außer viele Oldschool-Bodybuilder, bei den meisten ist ja relativ klar, dass sie schon eventuell andere Mittelchen genommen haben. Das war auf jeden Fall die Zeit, wo ich noch mit Fitness begonnen habe. Lazar Angelov war einer der krassesten überhaupt, hatte da glaube ich lange eine Verletzung. Ich weiß nicht, ob er irgendwas mal darüber verloren hat, ob er mal gestopft hat oder nicht, aber was würde jetzt mal so sagen vom Aussehen? Stopp? Ja. Also KFA ist auf jeden Fall sehr tief. Ich jetzt nicht übertrieben, also jetzt nicht so 6-5%, aber so 7-8% könnte es auf jeden Fall schon sein. Er schaut auf jeden Fall extrem heftig aus. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so in der Form, weiß nicht, ob es natural möglich ist, aber es schaut auf jeden Fall crazy aus. Also jetzt mal, würde ich mal so sagen, so rein körperlich ist es eigentlich schon natural erreichbar. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber so vom KFA her halt. Doch, KFA wäre theoretisch auch natural erreichbar. Also von der Masse her ist es natural erreichbar, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, er hat mal zugegeben, dass er gestopft hat, weil er auch lange Verletzungen hatte und dann trotzdem irgendwie extrem viel gehalten hat. Oder innerhalb von 2 Wochen oder nicht mal knapp 1 Monat dann wieder so krank ausgesehen hat, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich war, dass er netty war. Aber also so von der Form würde ich schon sagen, dass es definitiv erreichbar ist. Die Arme sehen sich übertrieben krass aus, aber sonst der Bauch, der krasse Bauchgewicht dabei, da immer 8 Abs statt 6-Packs sozusagen. Also richtig krass. Okay, weiter geht's. Hier Typen, den habe ich einfach so gefunden. Mal direkt rausstopfen, weil... Ja, Stoff, der Nacken, Bruder. Also Nacken, okay. Nacken und allgemein schaut crazy aus. Also ich würde es auf den ersten Blick würde ich jetzt auch mal sagen, dass er auf Stoff ist. Also vor allem so, was die Fullness der Brust angeht, schwer zu erreichen. Er hat natürlich auch eine kranke Genetik mit den breiten Schultern und relativ schmalen Teilen. Kann natürlich auch an der Pose legen, man sieht seine Beine nicht. Aber so jetzt so auf den ersten Blick würde ich jetzt mal sagen, dass er nicht natural trainiert, derzeit zumindest. Oder ab und zu, was auch immer. Keine Ahnung, wie die das mit ihren Zyklen und so machen. Aber so jetzt mal auf den ersten Blick zumindest. Okay, der nächste. Big Ramy, muss man sagen, also der Typ ist einfach nur einer der krankesten Bodybuilder, die jemals gelebt haben. Also, der ist safe natural, oder? Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie die offiziellen Regeln für Mr. Olympia sind. Ob die gefragt werden, also eigentlich werden ja generell bei jedem Wettkampf Dopingkontrollen oder zumindest so Lügendetektor-Tests gemacht. Ich weiß nicht, wie die das bei Mr. Olympia handhaben. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch gefragt werden. Also, ich glaube, eigentlich sind sie offiziell auch getestet. Also, ich will mir jetzt nicht festlegen. Okay. Das heißt, offiziell darf man gar nicht stoppen, eigentlich. Ich glaube es. Also, nagel mich da nicht fest, vielleicht ist es in Amerika auch komplett anders. Schreib es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube nach wie vor, viele reden auf jeden Fall nicht darüber. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall offensichtlich bei Big Ramy, dass er Stoff. Ja. Definitiv einer der krassesten Bodybuilder aller Zeiten. Richtig heftig. Okay, ja. Nächste. Stoff. Ja, natürlich Stoff. Ja, also ich würde auch sagen, aber sie ist auf jeden Fall an der oberen, also an der oberen Naturalitätsgrenze. Aber die ist definitiv auch auf Stoff, ja. Diese Brust, Alter. Das ist... Der hat doch einen heftigen Lapp, muss ich sagen. Das ist bei Frauen. Ja, Arme auch, Alter. Ja, okay, nicht ganz so viel, ja. Das ist schon sehr heftig. Ja, also für eine Frau definitiv. Also ich würde sagen, wenn die neben mir stehen würde, auch wenn sie wahrscheinlich 2 Köpfe kleiner wäre, würde sie mir wahrscheinlich nicht so viel nehmen im Prinzip von der Muskelmasse her. Also wird wahrscheinlich genauso krass, wenn ich krasser neben mir aussehen auf der Bühne. Also das ist schon heftig. Also für eine Frau definitiv stabil. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frau. Die ist auch, Alter, geht euch mal diese Bizeps-Peak. Sieht geisteskrank aus. Das ist crazy. Digga, der Bizeps ist echt krank. Und der Lat auch, also hier vor der Pose, das ist ja, ich glaube, da schwarm es kommt, oder? Also bei der kann man auch sagen, dass sie nicht mehr Naturalarbeit, aber so von Bodybuilding-Sicht ist es definitiv ein kranker Körper, kann man sagen. Weiter geht's mit Lou Ferrigno, den kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Das war doch dieser Erzfeind von Arnold. Ja, genau. Allein diese Bauchmuskeln sind so geil, das finde ich. Was ich bei dem so heftig finde, ich will nicht wissen, wie der in echt gewirkt hat, der ist ja 1,96. Ja, das war riesig, riesig, ja. Ja, Stoff. Krank, aber, ja. Aber dieser Stoff, aber definitiv eine richtig schöne Physik. Mhm. Auch die Brust, Alter, also das ist einfach eine Linie. Also da gibt es keine Schwäche irgendwo. Man muss dazu sagen, dass Stoff halt auch damals, glaube ich, in so viel geringeren Mengen genommen wurde, oder? Ja, wahrscheinlich. Und halt deutlich weniger Wissen darüber. Ja. Und es gab natürlich auch weniger auf dem Markt. Weiter geht's, Tavi Castro. Ich glaube, selber von sich sagt er, dass er natural ist, soweit ich weiß. Ich glaube, er ist schon drauf. Schaut auf jeden Fall komplett heftig aus. Ja, also Form definitiv krank. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr
bei Olympia startet, aber ich glaube, er hat einige Wettkämpfe dieses Jahr sogar gewonnen. Also, wenn er natural ist, dann wirklich Respekt, aber ich sag auch drauf. Also ich denke auch auf jeden Fall, dass er nicht natural ist. Ich weiß nicht, ob er es offiziell schon zugegeben hat, aber ich glaube, er sagt immer noch, dass er natural ist. Kann man sich drüber streiten, hat definitiv Beine, einer seiner Stärken, sieht krass aus. Also für Classic Physik definitiv gemacht, kann ich anders sagen. Richtig geiler Classic Oldschool Look, Bombe. Also Tavi, mach weiter so. Weiter geht's, auch ein Mr. Olympia Teilnehmer. Ist das Ryan Terry? Mhm. Ja, Stoff. Ja, okay. Ah, kennst du also ich find, so wie er da aussieht, also so was den Bizeps angeht, könnte definitiv natural sein. Aber der Bauch und also, so. Der Bauch muss jetzt auch nicht auf Stoff sein. Vor allem, der hat jetzt nie so eine kranke Muskelmasse aufgebaut. Aber ich denke trotzdem, dass er mit Stoff arbeiten wird, ansonsten wird er die Form nicht so krass halten können und natürlich auch nicht so competitive sein im Vergleich zu den anderen Teilnehmern. Ansonsten finde ich so, wenn man die Form natural so erreichen kann, definitiv krass. Der ist halt ein richtiges Model. Also ich denke mal, den Körper, den werden die Frauen zu Füßen kriegen. Und mit dem Gesicht, Alter. Muss man sagen, auf einer Homo-Basis ein Schnäckelchen. Ein Süßgott. Weiter geht's. Tschüss. Hat Manu sogar letztes schon mal ein Video gemacht. Ich wusste tatsächlich nie, dass er Hormonersatztherapie macht. Hast du doch gesagt, oder? Oder ein Wachstumshormon hat er genommen? Das wenn er größer wird, oder? Das weiß ich nicht. Ja, aber okay. Bei dem ist überhaupt irgendwie zu diskutieren, warum er noch so jung ausschaut auch. Also keine Ahnung. Ja, aber das... Also bei ihm ist halt schwer zu sagen. Also so vor ein, zwei Jahren habe ich gesagt, also er ist halt krass definiert und nicht mal 1,70 groß. Also der wirkt definitiv nicht so krass wie auf Bildern. Also da hätte ich gesagt, er ist Neddy, aber schwer zu sagen. Bist du schon neben ihm gestanden? Oder? Nee. Achso, klar. Aber ich habe Videos gesehen von ihm, wo er neben anderen gestanden ist, die ähnlich groß sind wie ich oder sogar kleiner. Und da hat er schon sehr, sehr klein und schmal ausgesehen. Aber er hat auf jeden Fall eine krasse Physik für sein Alter. Also ich weiß nicht, ist er offiziell Neddy? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob er es zugibt, dass er auf Stoff ist, aber ich glaube. Ich würde auch sagen Stoff. Ja, falls ja, also Neddy wäre es eine absolut heftige Leistung. Auch auf Stoff in dem Alter definitiv krass. Okay, das war auch schon der letzte, Leute. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Hättet ihr zugestimmt? Was sagt ihr über die Kandidaten, die mit dabei waren? Denkt ihr, sind auf Stoff? Denkt ihr nicht? Wollt ihr mehr davon sehen? Lasst uns wissen. Gebt dem Video Like, Kommentar nicht vergessen. Falls ihr es noch nicht ausgecheckt habt, die Weihnachtskalender sind noch verfügbar. Zwar nicht mehr versandkostenfrei, aber ihr könnt sie euch gerne holen. Einmal in Smacktastic, einmal noch die vegane Version. Schmecken richtig krank. Hier bei Smacktastic einfach mal 24 verschiedene Geschmäcker mit dabei. Bei vegane absolut kranke Riegel und Cookies, die es so noch nie in der Form gab. Das heißt, es sind Einzelprodukte, die nur in den Adventskalender vorkommen. Also, gerne auschecken. Link dazu ist in der Beschreibung. Gönnt euch für Weihnachten euren Verwandten, eure ganze Familie. Ansonsten, ich sage einfach so, schaut gerne bei Manuel vorbei. Schaut gerne auch bei Leo vorbei. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Peace out.